Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Giga Labastia, in Giga Labastia, auf Giga Labastia, ist ganz egal. Dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, wenn auch nur kurz, was mir ein bisschen sauer aufstößt. Und zwar geht es um die aktuelle Lieferschwierigkeit, wenn es um Pokémon-Karten geht. Denn wir müssen uns wieder einmal gedulden. Pokémon Go ist die anstehende Pokémon-Karten-Erweiterung, passend natürlich zum Spiel. Jetzt am kommenden Samstag steht auch das Pokémon Go-Fest in Berlin an. Da werde ich übrigens zugegen sein. Also, falls jemand da ist und sagt, Mensch, kann man sich ja mal treffen, kein Problem, das kriegen wir bestimmt hin. Ansonsten einfach Hallo sagen, winken. Ich habe auch die Kamera an Bord, möchte einen kleinen Vlog dazu machen. Soweit dazu. Und wie cool wäre es denn, wenn man sagen könnte, hey, es gibt jetzt Pokémon-Karten passend zu Pokémon Go, alles ungefähr zeitgleich. Gleich, juhu, Sammelfieber ist da, die Euphoriewelle wird gleich mitgenommen. Ja, nee, Pustekuchen. Wenn man zum Beispiel aufs Mifthäus geht und dort vorbestellen möchte, was inzwischen nicht mehr so oft geht, ich glaube, man kann auch die Alola Kokowai Box vorbestellen, dann liest man Mitte August als Lieferdatum. So, GameStop zum Beispiel als weiterer Verkäuferdienst hat auch gesagt, wir können gar keine Vorbesteller mehr machen, weil wir einfach nicht wissen, wann mal was da ist. Ja, also da kommt einfach mal eine Lieferung an und zack, steht's im Laden und der Schnellste, der da ist, nimmt's halt mit. So einfach ist das. Und die Hoffnung war ja ein bisschen, dass es mit Pokémon Go keine so große Lieferschwierigkeit geben würde, wie zum Beispiel bei Celebrations. Ich selber hatte ja mit Smithtoys das Vergnügen zu telefonieren und auch da hatte mir die Dame schon gesagt, naja, ich glaube, das wird ein bisschen knifflig, denn wir warten ja sogar noch auf die Astralglanz Top-Trainer-Box, die ich auch noch nicht habe, auf die muss ich auch noch warten und jetzt Pokémon Go. Und die Pokémon Company sagt aber nicht, okay, wir lassen mal einen Zyklus aus, denn alle 3 Monate taucht ja schon die nächste Erweiterung auf. Nein, es wurde bereits die nächste angekündigt mit verlorener Ursprung. Dazu habe ich ja bereits ein Video gemacht. Das könnt ihr auch gerne nochmal auschecken, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Und es macht mich ein bisschen sauer als Kunde, denn klar, du musst dann, ja, du hast dann natürlich immer noch die Möglichkeit, da ranzukommen. Ne? Also die Fear of Missing Out, FOMO ist natürlich auch so ein Thema, wo Leute sagen, ah, ich muss jetzt ganz viel vorbestellen, sonst kriege ich nichts mehr. Ich gehe schon davon aus, dass Stück für Stück dann Sachen in den Regalen landen werden. Aber bei einigen Geschäften zum Beispiel, da siehst du gar nichts. Da gehen die Monate ins Land, da kommt dann nichts und dann ist schon die nächste Saison, sage ich mal, und dann kommen die neuen Produkte und von den alten Sachen siehst du null. Und das ist irgendwie sehr, sehr traurig, muss ich sagen, denn es nimmt mir auch ein bisschen die Freude, im lokalen Handel einzukaufen, bin ich ehrlich, wenn ich da 4, 5, 6 Mal reingehe und sage, habt ihr es schon da? Nee, tut mir leid. Da kommst du 3 Tage später, habt das da? Nee, tut mir leid. Gehst du eine Woche später? Nee, tut mir leid. Und dann vielleicht nach 3 Wochen immer noch nicht? Nein, tut mir leid. Ja, und dann irgendwann bist du auch nur ein Mensch und hast noch ein anderes Leben, einen anderen Alltag. Und dann gehst du eben nicht mehr nachfragen. Und dann verpasst du vielleicht gerade den Tag, an dem neue Ware da war. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Mit Astralglanz hat das so mehr oder weniger gut funktioniert. Die Blister waren da, die Lucario-Boxen kamen ja dann zum Glück auch, waren sehr gut vorrätig. Oder auch die Belectro-Box zum Beispiel, die jetzt auch seit, ich glaube, 1, 2 Wochen erst zugänglich ist in den Geschäften. Aber es vermiest einem schon so ein bisschen die Freude, weil du eigentlich inzwischen finanziell auch immer vorrechnen musst. Du musst immer vorplanen, du musst immer sagen, okay, wir bestellen das schon mal vor, beziehungsweise ich muss immer dran denken, Achtung, in 1 oder 2 Monaten gibst du schon wieder Summe X aus, weil ja noch die Erweiterung da ist. Dann bist du mit den Gedanken schon beim nächsten, zum Beispiel bei verlorener Ursprung und weißt, okay, da kommt ja auch nochmal was Neues. Ah. Und irgendwie ist das ein bisschen doof. So, das Problem ist, es gibt keine so richtige Lösung. Und mir ist noch nicht so ganz ersichtlich, wo es jetzt genau klemmt. Denn ja, die Frachtersituation ist kompliziert. Wenn das Zeug aus China rüberschwappen soll, manchmal bleibt da was hängen. So, das ist gerade während der Corona-Zeit natürlich sehr extrem gewesen. Aber warum es nicht in den Griff bekommen wird, das erschließt sich mir bei so einem riesigen Unternehmen einfach nicht. Selbst Amigo als deutscher Verleger sollte da viel stärker auf den Tisch hauen und sagen, Freunde der Sonne, das muss jetzt mal wieder funktionieren. Und auch die Händler können natürlich auch nicht mehr wirklich viel ihren Kunden sagen. Egal mit welchem Verkäufer ich gesprochen habe,
Die haben immer gesagt, es tut mir ganz doll leid, aber das ist die aktuelle Situation und das ist vor allem bei Pokémon so. In anderen Bereichen hat sich das schon wieder gebessert, da ist es nicht mehr so schlimm, aber Pokémon, das ist einfach wie so ein rotes Tuch. Ja? Wenn du nur Pokémon erwähnst in so einem Laden, da sagen die Leute, ja, hör mir auf, alter Schwede, nee, keine Chance, Freunde, keine Chance, das ist alles nur Zufall. Und es frustriert ein bisschen und das wollte ich einfach mal ein bisschen hier rauslassen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen oder beziehungsweise wisst da mehr als ich oder habt da mal irgendwo was gelesen, warum die Situation nach wie vor so kompliziert ist, vor allem bei diesen Pokémon-Karten. Beziehungsweise vielleicht ist ja auch ein Hoffnungsträger unter euch, der sagen kann, keine Sorge, hier auf Discord XY oder bei YouTube-Kanal Schlag mich tot, da hat jemand gesagt, das bessert sich, das kommt wieder alles. So war es ja bei den Grafikkarten, ne? Um das Beispiel vom Anfang nochmal zu nehmen. Da gab es ja dann auch Kanäle, die gesagt haben, macht mal schön ruhig. So in ein paar Monaten, das war glaube ich im April, Mai, da wurde dann gesagt, in ein paar Monaten beruhigt sich der Markt dann so ein bisschen wieder. Und genau das tritt jetzt so langsam ein. Wer Anfang des Jahres eine Grafikkarte gekauft hat, muss sich aber nicht ärgern, denn so viel spart man da jetzt aktuell auch nicht. Die Verfügbarkeit ist aber durchaus besser geworden, das stimmt schon. Genau, das war's zum heutigen Video. Das war nur ein kleiner Rant. Das muss auch mal raus, Freunde. Ich hoffe, das ist okay. Könnt ihr es nachvollziehen? Wie ergeht's euch? Habt ihr so kleine Geschäfte bei euch, so kleine Nerdläden, die auch damit zu kämpfen haben? Oder sagt ihr, nö, also das funktioniert trotzdem ganz gut. Mich stört das jetzt nicht so sehr, wenn ich das jetzt 3 Monate vorher schon bestelle oder ankündige und Bescheid weiß. Dann warte ich einfach geduldig und dann ist das schon geritzt. Bei mir ist halt immer so die Sorge, wann genau ist es da? Und kommen dann nicht schon wieder 8 andere Sachen. Und der ganze Release-Rhythmus ist halt einfach kaputt. Ich fände es irgendwie schöner, wenn man wirklich sagen kann, das kommt und dann ist es da. Das wäre natürlich das Optimum, keine Frage. Genau. Kleiner Rant von meiner Seite heute, es tut mir ganz so leid, liegt aber unter anderem auch daran, dass meine Kamera nicht mehr funktioniert. Ich kann die nicht mehr mit meinem Rechner verbinden. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer für mich momentan neue Videos aufzunehmen, weil ich dadurch auch eine bessere Kontrolle habe. Außerdem sind 28.000 Grad plus Regen plus Schwüle, dann 20 Grad, dann Schwüle, Gewitter und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Nutz doch diese Wut. Kanalisiere sie für diesen Rant. Und genau das ist es heute gewesen. So, jetzt halte ich die Klappe. Ich hoffe, es war trotzdem angenehm zum Angucken. Vielleicht habt ihr euch ja wiederentdeckt und dachtet, endlich sagt's mal einer, es kann ja wohl nicht wahr sein. Oder ihr sagt, Alter, bleib mal locker, also entspannt. Sowohl als das eine als auch das andere, das war kein deutscher Satz, egal, schreibt das gerne mal in die Kommentare und dann würde ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung und ein Abonnement freuen. Bald haben wir 200, Leute, das wäre schon geil. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht gibt es auch bald einfach erstmal nur ein paar Online-Openings ohne Facecam. Wir schauen mal. Macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao.